Ich bin's wieder, Kathi. Und wie ihr seht, bin ich heute nicht alleine, denn die liebe Inissa ist da. Hallo. Und zwar haben wir was richtig Cooles vor, denn ich habe die Inissa gebeten, mir irgendwas Cooles, Lustiges, was auch immer zu kaufen. Und was hast du mir gekauft? 100 Glückskekse. Also es müssten 100 sein. Ja, das werden wir jetzt erst einmal schauen, ob das eben wirklich 100 sind. Denn die Inissa hat einen Teil im Asia-Shop gekauft und es sind angeblich 55, aber ja. Ob es jetzt wirklich so viele sind, weil die waren einfach in so einem großen Sack drin und der Rest war eh in so einer Zehnerpackung drinnen, deswegen das müsste stimmen. Dann zählen wir mal durch. Ich freue mich mega. Ja, ja. 54. Die im Asia-Shop hat dich betrogen. Das sind nur 54 anstatt 55. Echt? Ja. Bist du sicher, dass du nicht schon ans Götzen hast? Nein, hab ich nicht. Okay. Und jetzt kommen wir zu diesen hier. Die sind leider nur so durchsichtig verpackt, aber auch Glückskekse. Die haben keine. 55, 56, 57. Wahnsinn! Mega! Ja, die Hälfte davon ist jetzt daneben geflogen, aber... Ja. Der Tisch ist einfach zu klein. Jo! Und ich freue mich voll, die jetzt aufzumachen. Schauen wir mal, wie viel Glück wir haben werden für 2018. Ja, weil das ist auch unser Plan heute, dass wir da schauen werden, wie viel Glück wir nächstes Jahr haben. 2018. So viel Kekse! Unglaublich! Schreibt ihr mal in die Kommentare, ob ihr euch schon Vorsätze für 2018 gemacht habt. Das wird uns mega interessieren. Hast du dir schon Vorsätze gemacht? Nein. Nein, ich auch nicht. Aber vielleicht haben wir jetzt 100 neue Vorsätze. Nein, da stehen ja keine Vorsätze drin. Da steht nur Glück. Aber vielleicht haben wir so viel Glück, dass wir gar keine Vorsätze mehr brauchen. Und dann hat sich das Ganze natürlich erledigt. Stimmt, wir brauchen keine Vorsätze. Wir haben Glück. Und wir haben das jetzt so gedacht, dass wir die jetzt alle aufmachen, alle essen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Nein, eher nicht. Aber die ganzen Sprüche da rausholen und dann halt entscheiden, welchen Spruch wer haben will und wer welches Glück nächstes Jahr haben will. Ich hoffe, wir müssen uns nicht streiten um die Glückssprüche. Vielleicht wird es Äpfel doppelt geben. Stimmt, das schauen wir mal. Machen wir das erste auf, jeder eines? Ja. Ich würde sagen, wir fangen mit den coolen da an. Okay. Wieder. Oh, Scheiße. Achso, ich hole schnell eine Schüssel, wo sollten die Kekse hin? Achso, stimmt. Da sind wir wieder. Ich zumindest gehe nicht so weiter. Das ist jetzt... Ich schaue aus wie ein Ritter. Modern. Modern. Auf jeden Fall, ja schön. Da kommen jetzt die ganzen Kekse. Okay, willst du anfangen? Bitte liest du vor. Bereite dich auf vielversprechende Chancen vor. Oh, ich hätte gern vielversprechende Chancen. Bitte gerne. Dankeschön. Wir stapeln da hinten. Das ist meine Seite und das wird deine Seite. Okay, aber das ist lieb von dir. Jemand spricht gut, wann geht? Genau. Gerne. Das mache ich dir. Jemand spricht Gutes über dich. Okay. Weißt du das? Ja, jeder spricht gut über mich. Ja. Ja, dann geht's weiter. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen. Das hast du ja geschafft? Na, aber das sehen wir dann da an der Kamera. Schreibt ihr mal jetzt in die Kommentare, was ihr glaubt, wie lange wir brauchen, diese 100 Glückskekse auszupacken. Ich glaube 30 Minuten, 20. Und du? Ich hätte eher länger gedacht. Um die 40 Minuten sicher. Weil es dann doch 104 Glückskekse. Das stimmt. Mal schauen. Schauen wir mal. Gut, weiter. Erfolg steht vor der Tür. Ach, schön. Also, sorge dich nicht, Erfolg steht vor der Tür. Ich möchte mich nicht sorgen. Okay, bitte. Mal, danke schön. Wir geben uns die Sprüche. Ein heimlicher Verehrer wird dir Ein heimlicher Verehrer wird dir in Kürze seine Zuneigung offenbaren. Kathi. Wer wartet denn da auf mich? Ein heimlicher Verehrer. Das behalte ich nicht. Gute Idee. Ist voll laut, gell? Schmeckt es wenigstens? Voll lecker. Eine aufregende Zeit steht dir bevor. Aufregend. 2018 wird für mich aufregend werden. Ja, schön. Selbst ein kleines Geschenk kann sehr viel bedeuten. Brauche ich nicht. Na, hat immer keine Geschenke. Keine kleinen.
Das war ein Scherz. Nur große Geschenke für die Kathi. Also, wenn man irgendwas der Kathi schenkt, ist sie nicht zufrieden, außer es ist ein Auto. Dann ist das okay. Ja, ich hätte gerne ein Auto. Eine angenehme Überraschung erwartet dich. Kathi, was hast du geplant für mich? Rodeln gemacht. Oh, man stimmt. Das muss man echt machen. Cool. Wollt ihr heuer schon Skifahren oder Rodeln oder Snowboarden oder Langlaufen oder... Oder Skispringen. Eishockey spielen. Eislaufen. Schreibt es in die Kommentare. Oder macht den passenden Emoji dazu. Ja, genau. Bereite dich auf vielversprechende Chancen vor. Das haben wir schon. Echt? Ja, das war das zweite oder das erste. Da. Oh, okay. Sind schon Doppelte dabei. Doppelte legen wir da nach hin. Also du möchtest es auch haben. Nein. Ich brauche keine Chancen. Ruhm, Reichtum und Liebe kommen auf deinem Weg. Kathi. Ich will es haben. Meinst du? Jetzt sitzen wir ja morgen noch da. Ja, das dauert länger, als ich gedacht habe. Lache viel, du wirst dich jünger fühlen und jünger aussehen. Ja, Kathi, du bist schon Ich schaue ja jetzt schon so jung aus, also wie kann man noch jünger ausschauen? Das existiert ja gar nicht mehr. Ich habe meinen Zettel kaputt gemacht. Wenn du offen und ehrlich werden andere dir zuhören. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ach so, wenn du offen und ehrlich bist vielleicht. Wenn die andere zuhören? Ja. Also, der Inista hört mir nur zu, wenn sie offen und ehrlich ist. I'm sorry. Ich bin nicht so. Okay, das mag ich nicht tun. Leg's in die Mitte. Ja. Ruhm, Reichtum und Liebe kommen auf deinen Weg. Das war mein Glück. Also mein heimlicher Verehrer. Die großen Geschenke. Weißt erst, was du kannst, wenn du es probierst. Ich weiß jetzt schon, dass ich alles kann. Kannst du haben. Danke, das ist so großzügig von dir. Durch deine Fähigkeiten wirst du erreichen, was anderen nicht möglich ist. Oh. Ja, ich weiß, ich habe Superkräfte und ich kann wie Spider-Man. Oh, das wäre so cool. So. Ja, voll, das wäre echt cool. Deine ausgefallenen Ideen werden zu spannenden Abenteuern führen. Sixt, ausgefallene Ideen. Spannende Abenteuer, perfekt. Unglaublich. Inissa, nächstes Abenteuer wartet schon auf uns, 2018 dann. Ja. Ah ja, heute ist ja Silvester. Also für uns nicht, aber... Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert okay? Ja, guten Rutsch. Guten Rutsch. Schreiben wir ein bisschen steirisch. Ein Bauer. Habe keine Angst davor, den großen Schritt zu machen. Kann leider nur kleine Schritte, aber vielleicht 2018 einen großen. Ja, wenn es ein bisschen wächst. Geht's leichter. Ein Neustart wird dir weiterhelfen. Ein was? Ein Neustart. Ein Neustart? Ja, bitte. Ja. Färb deine Haare. Ja. Ja, färben wir deine Haare. Ja. Wie sie färben? Ja. Ja? 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 Wirklich? Nächstes Video, ich färbe in die Serie Haare und ich darf mir aussuchen, in was für einer Farbe. Mhm. Cool, cool. Ich bestelle jetzt nachher gleich eine Farbe. Ja, passt. Ich habe letztens so coole Farben auf Wish gesehen und oh mein Gott. Na, dann können wir 3 Monate warten. Stimmt, das dauert ja so ewig. Du wirst mit deiner Arbeit erfolgreich sein. Das ist immer gut. Ja. Selbst ein kleines Geschenk kann dir sehr viel bedeuten. Kathi mag nur große Geschenke, ich mag nur kleine Geschenke. Was? Wenn du gibst, wirst du auch empfangen. Morgen. Ich gebe nicht. Ich nehme nur. Das Leben wird dir eine positive, also wird eine positive Wendung nehmen. Das ist mein Leben nicht positiv. Wie kann es noch besser werden? Geht gar nicht. Veränderungen stehen vor der Tür. Lass sie ruhig zu. Kommt herein. Ich muss die Tür absperren. Veränderungen stehen vor der Tür. Lass sie zu. Ja. Also lass sie zu. Ich hab gesagt, lass die Tür zu. Nein. Aber wie geil. Lass die Tür zu. So kann man das auch. Interpretieren. Ja, genau. Oh, doch, da fangen wir an mit den hochgestochenen Wörtern. Eine enge Freundschaft ist die Basis für ein erfolgreiches Leben. Ah! Das Leben wird eine positive Wendung nehmen. Oh, haben wir schon gehabt. Ja, ich freue mich trotzdem. Da sitzen wir ja wirklich morgen noch da. Ja. 2018 wird echt besser werden. Aber echt, 2018 wird spitze mit diesen 100 Glückskeksen. Vielleicht gibt es aber so Glückskekse, wo nur schlechte Sachen drin stehen. Ja, das wäre so witzig. Nachgeben, wenn es nötig ist, wird Loyalität hervorbringen. Ja, jetzt habe ich den Anfang vergessen. Nachgeben. Ah ja. Nachgeben. So, ich habe mir jetzt was Neues dafür ausgedacht. Wir werden das jetzt ganz schnell auspacken. Okay. Also, wer schnell auspackt. Los geht's. Stopp. Noch Texten. Oh! Wir haben's. Nein, das letzte. Das 104. Keks. Es ist vollbracht. Wir zeigen euch immer die tollen Kekse. Die Schüssel ist voll.
lecker. Da kann man jetzt ein bisschen naschen. Und das ist keine Verschwendung, das Video, weil ich esse die ganzen Kekse auf. Mhm. Und wir schauen, ob man so einen Kuchen machen kann. Stimmt. Kekse. Kekse sind immer lecker. Ich biete einfach, wenn jemand Gäste bekommt, dann stelle ich Glückskekse. Dann schauen wir unsere letzten Zettelchen durch und hoffen, dass wir da noch mehr Glück für 2018 bekommen. Für diejenigen, die fröhlich und optimistisch sind, ist heute ein Glückstag. Toll! Sehr gut wird man nur, wenn einem gut nicht gut genug ist. Ja, das war's. Sie sind sehr impulsiv, begeisterungsfähig und für eine Führungsrolle geeignet. Nissa! Ich stell dir dann auch, du kannst gern bei mir arbeiten. Die haben heute die besten Vorschläge. Deine Fröhlichkeit wird belohnt werden. Du bist ein sehr häuslicher... Du bist ein sehr hässlicher Mensch und deine Familie kommt immer an erster Stelle. Nein, du bist ein sehr häuslicher Mensch. Also, ich habe mir schon gedacht, wo ist da der Sinn hinter dem Spruch? Aber echt. Es liegen Änderungen in der Luft. Sie zögern nie, ein noch so schwieriges Problem anzugehen. Man muss die Feste so feiern, wie sie fallen. Ja, perfekt, feiern wir. Ist Keksparty. Ja, voll. Kommt alle vorbei zu Kathi. Es ist schön, dass sie so viel Geduld für andere aufbringen. Ein Abenteuer winkt. Ein besonderes Geschenk trägt zu deiner Freude bei. Oh. Also kriege ich ein Geschenk. Was ich krieg? Was? Glückskekse. Dieses Kind unzufrieden mit allem. Also ich bin zu dem Entschluss gekommen, Glückskekse sind cool, Glückskekse sind super, aber es steht eigentlich im Großen und Ganzen immer nur das Gleiche drinnen, finde ich. Nur halt in andere Worte verpackt, weil stehen Änderungen sind da, Veränderungen. Ist halt hässlich. Hässlich, hässlich. Häuslich. Und ja, wie findest du das so? Ja, es ist recht lustig. Es ist nett. Also ich kann es euch allen empfehlen, weil das zu lesen, also das Aufmachen ist nicht so lustig, aber das alles zu lesen ist wirklich... Das Lesen ist echt cool und es stärkt dann voll, vor allem wenn man dran glaubt. Also, glaubst du dran? Ja. Ich und Denise haben sehr viel Glück für 2018. Das ist da verpackt, das werden wir in so eine Zeitkapsel geben, oder? Ja, genau. Und dann nächstes Jahr schauen wir uns das dann wieder an. Wir werden jetzt Kekse vernaschen. Und nicht den heimlichen Verwehrer. Ich muss dir was Kurzes erzählen, sag's vernaschen jetzt. Ich habe in den Feiertagen, ja, zur Weihnachtszeit so viel Kekse gegessen, dass ich gedacht habe, irgendwie ich bin schwanger oder halt so, weil so der Bauch jetzt immer größer war. Und dann hat sie mir gesagt, du kriegst ein Schokobaby. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich weiß nicht von welchem Weihnachtsmann, weil ich habe so viele vernascht. Wenn ihr das lustig findet, schreibt es in die Kommentare. Ist schon lustig, okay. So, jetzt reicht's. Aus und vorbei. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Die Inissa wird sicher öfters in meinen Videos vorkommen, ja, denn ich habe sie sehr gerne und sie ist so lustig. Okay, ich glaube, wir sollten das wirklich beenden jetzt. Hier könnt ihr mich noch gratis abonnieren. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben da zu lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Tschüss.